Hallihallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur weiteren News zum American Truck Simulator in der Version 1.43 Beta. Gibt's die überarbeitete Version von Freightliner Cascadia 2022. Ja, was ist da los mit SDS? Andauernd kommt irgendwas Neues und man hat das Gefühl, als wenn die jetzt zum Jahresschluss alles irgendwie raushauen möchten. Und nächstes Jahr gibt's dann die richtig neuen LKWs. Anführungszeichen oben? Fragezeichen? Ja, wissen wir nicht, aber wie gesagt, der neue oder überarbeitete Version von Freightliner Cascadia gucken wir uns auf jeden Fall an. Die ist definitiv auf den ersten Blick gar nicht so richtig zu erkennen, dass es ein neuer Freightliner ist. Die Frontschnauze haben sie oder die untere Schürze haben sie ein bisschen verbessert, aber gerade das richtig Neue ist der Innenraum. Ein großes Navigationssystem, dann ein digitales Ziffernblatt oder Instrumententafel, finde ich auf jeden Fall richtig nice. Ob wir dann irgendwann mal auch den LKW ohne den Spiegel bekommen, warten wir es doch einfach mal ab. Also ich bin auf jeden Fall total begeistert. Die Kabine haben sie auch noch ein bisschen verbessert und ein großes Augenmerk ist natürlich, dass er effizienter ist für Spritsparen, dass ihr länger auf der Straße bleiben könnt, ja, und ihr mal wieder tanken müsst. Warum sie jetzt dieses Bildchen hier so gezeigt haben, ich denke mal, wir werden, hier ist so ein Luftleitblech dran, aber ich denke mal, vielleicht werden wir irgendwann mal den Cascadia auch ohne die Spiegel sehen. Ihr wisst ja, Freightliner gehört so ein bisschen zum Mercedes und da denke ich doch, dass dann irgendwann mal vielleicht doch mal Mirrorcams kommen. Also das digitale Zeitalter hat jetzt auf jeden Fall auch den Euro Truck Simulator oder besser gesagt den American Truck Simulator erreicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch alles in der 1.43 rauskommt. Ich finde den Freightliner richtig wunderschön und ja, was sagt ihr dazu? Und ich denke mal, wir werden da bestimmt noch das ein oder andere dieses Jahr noch mehr sehen. Ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst einfach mal ein Abo da oder ein Däumchen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin erstmal raus. Ich gucke mir den LKW gleich mal an. Vielleicht kommt da noch ein First Look. Schauen wir mal. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.